Sieht der nicht schön aus? Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Wir machen weiter in unserem Abenteuer mit Qual 1. Und ich habe gelesen, es wird bald erscheinen und dann die Season. Ja, Leather-Modus. Und ich hoffe, die gehen genug lang, um euch zeigen, ein paar neue Items und so weiter. Ich werde, ich habe so geplant, ich werde einen Charakter nebenbei hochziehen, schnell hochziehen, um dann euch auch zwischendurch den Endcontent zeigen zu können. Und werde mit einer Mönchin die Akte durchspielen und sie so hochziehen. Hier müssen wir nichts machen. Den hohen Helm müssen wir zum silbernen Turm. Was gibt's Neues? Ich habe ein paar Items gefunden, die jetzt nicht so nennenswert sind. Aber ich habe zwei neue Nephalim, also große Riftsteine, und einen habe ich hochgelevelt auf Stufe 8. Der ist sofort auf Stufe 8 gekommen nach dem Stufe 1 und es leckt gerade sehr. Ach, Fraps. Und ja, toll, ich kann so nicht spielen. Was ist los? Spiel Fraps, irgendwas, hör auf zu legen. Peze, was hast du wieder Problem? Irgendwie ist der gerade ein bisschen sehr auffällig scheiße, der Champion hier. Oder die Champion. Die sind immer unter einem Schutzschild. Die haben ein eigenes Schutzschild, das nervt. Aber wir haben es eigentlich relativ schnell dann gekonnt. Sie besiegt. Ja, es ist gerade ein bisschen komisch, dass es so. Es läuft flüssig, aber es läuft trotzdem ein bisschen. Es ist so ein Stocken. Es kommt. Ich weiß es nicht genau, aber eventuell kommt es einfach vom Spiel oder vom Server. Ja, der Server muss ja auch noch die Dateien alle laden und so. Synchronisieren. Tja, kann man nicht machen, die Lags am Anfang müssen wahrscheinlich so bleiben. Also wenn jemand hier weiteres weiß, das würde ich gerne wissen. Ich hoffe dann bei dem letzten Ding ist es besser, weil das dann ja ein besserer Server hoffentlich ist. Aber ich denke, es ist gar nicht der Server, aber was denn sonst? Die Engine. Liegt es an der Engine, dass Minecraft, Diablo 3 so lange braucht zum Laden und dann leckt oder so. Oder inkompatibel zu meinem PC. Weil mein PC könnte ungefähr 60 Diablo 3 knacken, ohne zu laggen. Ich habe so viele FPS. Aber es ist wahrscheinlich wegen dem, wegen Fraps halt noch, dass es. Ja, es ist eigentlich alles. Also ich gebe jetzt mal allem die Schuld, die momentan hier arbeitet. An meinem PC. Naja, aber auch Steam und Skype nicht so Leistung unfressend sind, also sehr viel Leistung brauchen. Können die auch schuld sein. Was ist das schon? What? Ich habe mich geheilt und er konnte mich trotzdem töten. Und der Leiche wiederbeleben? Irgendwie sterbe ich nur in der Aufnahme. Aber der macht auch so extrem viel Damage. Ich weiß nicht, was. Ist der auch. Ist der gedopt? Der war doch nicht so schwer. Ah, der hat. Ah, die hat bekommen verschiedene Zusatzdinge da.
Bonis und Darm. Ja. Ah ja, einen neuen Schlüssel habe ich auch gefunden. Ich weiß nicht, von dem oder vom Akt 3 Ding. Kann ich euch kurz zeigen. Hier ist nämlich fertig. Und ich habe das Tagebuch geöffnet. Also, nun gut. Schauen wir mal, was wir Neues haben. Gut, hier haben wir noch einen Plan. Skill und Täuschung, einen legendären Beinschutz. Und hier sind die zwei neuen. Also den hatten wir Level 5, von Level 1 auf 5 getan. Der ist auch gekommen, weil ich wahrscheinlich schneller war. Es war auch einen besseren Rift mit mehr Gegner. Und der ist neu, der habe ich noch nicht hochgestuft. Und hier ist der Schlüssel. Schlüssel des Bösen. Und jetzt brechen wir noch einen, damit wir wenigstens einmal die Bosse herausfordern können. Band von Schwärmer habe ich gefunden. Eine Ohrenkette. Ich glaube, die habe ich das letzte Mal schon gefunden. Ja, Höllenplage habe ich gefunden. Und sonst leider nicht viel. Ich habe nicht so viel Zeit gehabt. Und da ich momentan einen sehr niedrigen Blutdruck habe, ist leider auch die Konzentration und so ein bisschen am Arsch. Weil, ja, sind so wenig Blutdruck, wird nicht alles durchblutet bei mir. Wir haben weißes, reines Färbemittel, cool. Aber das will ich nicht. Also, ich habe früher mal ein Assassin's Creed Mönch gemacht, aber nicht lange, bis ich, glaube ich, was war es für eine Farbe? Irgendeine Farbe habe ich dann gefunden. Ach, ich glaube goldig. Dann habe ich ihn goldig gefärbt. So, wir gehen zu Steinfort und suchen dann noch den Kauderwelschstein. Wir könnten mal das Tierdrift 5 versuchen, aber ich werde wahrscheinlich keinen Erfolg haben. So. Weil eben die Zeit spielt auch eine große Rolle und wir töten die Monster noch nicht so gut schnell. Wenn sie halt schon höherstufig sind. Wir könnten aber mal Ding versuchen. Qual 2. Einfach ein bisschen mal schauen, wie lange wir überleben. Weil Schaden machen wir genug. Einfach noch nicht genug schnell, also schnell genug, wie soll man sagen. Ja, es. Ja, das Problem ist halt einfach, wenn wir auf Champion und so treffen, dann haben wir einfach Probleme, sie schnell genug zu kriegen. Aber das ist ganz normal mit den Klossen, aber sie haben mehr Schaden gegen Elite oder einfach stärkere Angriffe. Ich möchte vielleicht mal irgendeine Fertigkeit ersetzen. Ich weiß aber was noch nicht, was. Den Turm will ich nicht ersetzen. Salto möchte ich nicht ersetzen, das bräuchte ich für die Defensive und für schnell vorankommen. Ja, eigentlich alle. Ich könnte sonst eben diesen Regen ersetzen. Auf Splitterpfeil. Splitterbombe. Raketensplitter. Ja, ich kann momentan. Ah, sogar ein Champion ist hier. Okay. Da ich nicht Schaden gemacht habe, hatte ich gedacht. Ja, es sind nur normale Gegner. Aber so waren Champions. Oh. Die kommen einfach vom Himmel. Und sagen nicht mal, klopfen nicht mal an. Gut. Also, jetzt, eben ändern. Jetzt können wir gerade nicht ändern.
Ich möchte einfach mal versuchen, den Raketensplitter zu nehmen. Und den könnten wir anstelle... Ja, es ist halt nicht viel mehr Schaden. Das ist das Blöde. Und er braucht relativ viel Hass. Ja, es ist nicht viel mehr Schaden. Er ist nicht genug stark. Ja, der braucht zu viel Hass. Deshalb umenden auf Sperrfeuer. Wir könnten hier... Nein, nicht beißende Stahl. Springende Köln. Wir könnten hier Wehen der Schatten verwenden. Und wenn wir jetzt hier... können wir einfach so durchrennen. Macht auch Schaden. Der macht auch Schaden, hey. Krass. Okay, wir haben eine Fertigkeit für den Rift. Dann können wir doch Rift machen, oder? Aber leider braucht er auch sehr viel... Hass. Ich habe plötzlich Hassprobleme. Das geht doch nicht. Das macht ja mega Schaden. Aber leider nur für kurze Zeit. Wenn du das wirklich kombinieren könnten mit Salto, also richtig gut kombinieren mit Salto, dann würde das richtig schnell gehen. Dann hätten wir wahrscheinlich genug Zeit. Okay, wir machen jetzt aber zuerst noch kurz den Kauderwelschstein, wenn das, wenn es den gibt hier in dieser Map. Also wird nichts angezeigt. Müssen wir suchen die Höhle. Naja, eben die Höhle im Abwechsel und wir machen ja die Höhle des Frostes. Sperrfeuer. Sperrfeuer. Ich habe nicht genug. Ah. Aber ich denke, ja. Wir brauchen mehr Hass, unbedingt. Umenden auf. Was gibt es sonst noch? Chakra. Und hier. Ja, 500. Schlangenlinie ist aber nicht so gut. Sperrfeuer könnten wir mal probieren. Und hier, Giftpfeile mit Blitz. Netzpfeil. Vernichtendes Feuer. Wir könnten hier aber auch... Krähenfüße, ne. Vorbereitung, Totgewalt, Stachelfalle, Rache. Ah ja, Rache ist ja der Angriff, den wir hatten. Rachehagel, einen anderen. Nein, Mehrfachschuss. Feuerfrei. Reduziert die Hasskosten auf 18. Blitzschaden. Wenn wir hier jetzt volle Breitseite nehmen, machen wir dann genug Schaden. Das will ich jetzt mal wissen. Gebt mir mal viele Gegner. Naja. Leider nicht. Ich weiß ja nicht. Zum Spammen fehlt uns der Hass. Ja.
Etwas anderes. Sperrfeuer, Splitterpfeil, nicht. Ausweichschutz, Schuss. 200, nein, zu schwach. Ah, das sind sowieso die Hassbringer. Ja, Schnellfeuer ausprobieren. Bombardement. Für Boss, ich brauche eine Boss-Kill-Attacke. Naja, soll man dazu sagen? Irgendwie ist Elementarpfeil die beste Attacke. Mit in Kombination mit den Türmen. Ich finde einfach ein Ding durch die vielen Treffer und so. Aber eben gegen einzelne Gegner ist es halt nicht so stark. Seht ihr, das ist nicht so stark wie ich, wenn ich jetzt hier Elementarpfeile. Die kann ich wenigstens spammen. Oder? Das ist das Problem. Ich kann es einfach nicht spammen. Wir nehmen mal den Boomerang. Die kann man spammen. Das ist gut. Wenn man die für Bosse einsetzt. Sehr schön. Das ist doch mal eine Attacke. Aber wieso gibt es keinen Guide oder so? Haben die das einfach gar nicht entdeckt oder was? Die Guides sind sowieso manchmal ein bisschen... Ja. Sie sind nicht für mich, weil sie einfach die falschen Attacken... Und einfach für High Level ausgelegt sind, oder? Wenn man genug Hass hat oder so. Oder einfach schon genug Damage macht. Aber für einen, der halt momentan noch relativ neu ins so hohen Schwierigkeitsgraden ist. Also der Charakter neu ist in den hohen Schwierigkeitsgraden. Der ist mit solchen Fähigkeiten tausendmal besser. Dinge, die halt nicht Hass verbrauchen wie Elend. Ja, ich denke, es ist einfach so. Die Guides müssen immer alles auf Vollprofi. Die Spieler, die so einen Guide machen, die schlafen nie. Die wollen einfach den Guide fertig machen und dann den High-End-Charakter zeigen. Und der Guide ist dann nur noch für High-End-Charakter sozusagen. Also es ist wirklich eine Riesensucht. Ich schaue nie auf Guide. Ich lese sie mal durch. Und hol mir ein paar Tipps raus, aber die Tipps sind meistens nichts für mich, weil ich ganz anderen Speedstil habe. Und ja. Meinen eigenen, wie soll man sagen? Ich mag halt einen anderen Spielfluss. Ich mag AOE-Attacken, die mehrmals angreifen. Und die sind meistens auch besser als irgendwie Einzelangriffe, die extrem viel Hass verbrauchen und einen langsamen Spielstil kennzeichnen. Und das ist bei dem Guide so. Also ich sehe immer wieder Leute, also die Guide-Videos, das sind die so langsam. Die sind einfach viel zu langsam und das ist nicht mein Spielstil. Und deshalb mag ich auch die meisten Guides gar nicht. Aber es gibt schon ab und zu ein paar gute Guides, aber eben die sind meistens nicht so offenlegig. Also man gibt halt auch nicht an mit einem Charakter, der halt weniger Schaden macht, dafür mehr. Öfters. Tja, aber eben. Menschen wollen halt immer das Beste und den machen sie immer so auf cool und hui, ich bin ganz anders. Ich bin noch ein bisschen sozial. Die meisten Leute sind halt, die meisten Gamer sind extrem egoistisch und so. Und dann machen sie eben so Guides und brauchen dann viel Zeit und kümmern sich dann nicht mehr um Kollegen und so weiter. Oder die Kollegen werden dann verdammt mitzuhelfen. Das gibt es auch oft.
Okay, hier gibt es zwar keinen Kauderwelsch drin, weil wir in der falschen Höhle sind, aber ich wollte mal hier das Event beenden. Ich finde den richtig geil, den Chakra. Ich liebe den Chakra langsam. Immer wie mehr. Einfach mal so durchweben, das trifft alle Gegner in einer Bahn. Sehr schön. Noch eine Runde. Mach ich gerne mit. So, dieses Event habe ich am Anfang nie geschafft, wenn ich Charaktere mit wenig Schaden gehabt habe. Aber mit dem Ding geht es eigentlich relativ gut. Dem Dämonenjäger. So, okay. Haben wir noch eine große Truhe? Irgendwo. Und sind wir gar noch nicht in Ebene 2, ja. Müssen wir noch in Ebene 2. Ja, hier. Da ist die Truhe. Aber wo? Oh, das tut gut. Hä? Das tut gut. Das weiß ich. Oh Gottchen. Noch ein Türmchen setzen. Wir machen Tower Defense. Das gut. Oh, das tut gut, hä? Bisschen den Rücken kratzen von diesem Teil. So. Gut. Ja, die Tiere trifft. Die geben eigentlich nur Scheißbelohnung irgendwie. Ich hoffe, sie begeben bessere Belohnung, wenn sie höher sind. Dann schauen wir mal, was der 5 macht so. Und sonst müssen wir halt normale Rifts machen, weil wir brauchen ja Items. Solange als wir hier keine Items finden in den Rifts, nützen die Rifts auch nichts. Außer eben Erfahrung und Geld. Und ich hoffe, die werden noch ein bisschen gepusht, weil, ja. Außer schnell durchrennen ist eigentlich nichts. Es sollte schon irgendwas noch dabei sein, dass es Spaß macht überhaupt, weil so durchrennen macht für mich keinen Spaß. Wenn ich die Monster, diese armen Monster gar nicht erledigen kann, sie dann in das Datengrab, in den Datengrab verwesen, die müssen dann lebendig da drin leben. Das geht doch gar nicht. Die muss man doch töten. Schlimm. Niemand hat Erbarmen mit den NPCs Monster. Okay, gut. Einschlaghöhle hat mal gemacht. Und jetzt gehen wir Tür Drift 5 machen. Ich hoffe, die Gegner sind nicht zu stark, also zu zäh. Stark könnten sie schon ein bisschen sein. Aber ich glaube mir, man hat nur ein Leben, das ist dann wieder schlecht. So, kurzen Plan reintun und anschauen. Also Beinschutz. Wieso ist jetzt alles wieder offen? Ah, es hat sich alles nicht gespeichert. Oh, schöne Farbe. Nicht schlecht. Nicht schlecht, aber kräften will ich sie nicht. Auch weil die Ding nicht sichtbar ist, also wahrscheinlich gibt sie es auch nicht. Die Fähigkeit, die einzigartige. Habe ich da nicht etwas Grünes gesehen, das recht stark ist? Nur das 7-3. Okay, dann ist nicht stark. Dachte ich hätte zweistellig etwas gesehen, aber nein. Dann ist gut. Den Riftstein. Der ist hier. Hier. So. Also.
beten, dass man, dass wir es schaffen. Also die nervigen Gegner werde ich nicht. Okay, es ist leicht. Es ist gar nicht so schwer. Ich dachte eben, weil es ja natürlich vier Stufen höher ist, dass es schwieriger wird. Aber sieht man nicht so. Okay, was ein bisschen nervt ist, viel Leben hat der. Aber jetzt ist er tot. So, das erste haben wir. Guten Vorsprung. Wir haben wahrscheinlich auch ein bisschen. Nein, wir haben nicht mehr Zeit, genau. Es ist immer es ist immer 15 Minuten. Aber gut, die Gegner machen keinen Schaden. Wie geleckt. Oh, das ist gut. Wie geleckt, ein gutes Erfolg. Oh Gott, sind da viele. Ich brauche doch... Ich brauche Champions oder Elite. Es gibt hier keine Elite. Jetzt hier haben wir wieder. Sehr schön. Können wir die genug schnell töten? Ja. Aber die geben mir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Fortschritt oder so. Oder ist das wirklich so, dass wir jetzt wirklich knapp nur gewinnen? Na, nicht verbarrikadieren. Ah, oh, jetzt kann ich nicht mal reden. So im Stress. Ich muss auf die Kugel schauen. Konzentration, das verlangt ein bisschen Konzentration. So. Meine nicht schlecht stark war der Gegner. Sehr schön, da haben wir mal eine oder zwei. Da ist der Große. Gut, also der Vorsprung wächst. Wir wollen aber in eine andere Ding gehen. Dann gehen wir jetzt nicht nach links oder so. Immer diese Ding-Effektgewitter da. Die da. Die nerven so. Gut, durchlaufen. Sehr schön. Durch die Schnelligkeit haben wir auch genug von diesen Teilen. Nephilim, Ruf, Ruhm des Nephilim. Setz mal ein bisschen von diesem Elementar-Pfeil-Spam. Okay, Schleck, Schleck. Viele Schleck, Schleck. Schlurps. Ich sehe Schlurps. Und Paragon Level 86. Sehr schön. Der durchbohrt auch die Mauer. Das ist doch mal sehr schön. Okay, wir haben gerade gut Zeit. Da haben wir hier Angriffsgeschwindigkeit. Wir brauchen mehr Angriffsgeschwindigkeit. Hier sind gar keine Gegner. Wo sind meine Gegner? Ich sehe keine Elite, keine Champions. Ich brauche doch die. Ja, ich brauche die. Was soll man dazu sagen? Ach, geht mal weg. So. Schild halt. Da ist einer. Gut. Sehr schön. Nächster halt. Da. Wir haben schon die nächsten. So.
Komm, kann man die schnell genug töten? Genau so, Schaden machen, Schaden machen, Schaden machen, Schaden machen, bevor sie sich eingraben. Gut, sehr schön. Puh, das ist stressig. Okay, jetzt gibt es solche Teile. Brauche ich aber nicht. Das ist so geil mit diesem Dämonenjäger. Also die Schnelligkeit ist der Dämonenjäger richtig gut. Aber eben im Ding werde ich keinen machen, der Session. Also ich brauche unbedingt einen. Aber sonst werde ich keinen verwenden, einfach zur Abwechslung. Ich werde wahrscheinlich einen Barbaren oder eine Ding nehmen. Eine Zauberin wieder. Oder einen Zauber, aber mir gefällt der persönlich nicht so. Ja, ich nehme einen Barbar. Weil der wurde auch ein bisschen gebufft. Als Zweitcharakter, den ich schnell fortschrittlich mache. Nun gut, jetzt kommt dann bald noch der Rift-Boss. Da sind keine Elite. Ich muss auch gut schauen, dass ich keine Elite verpasse. Oh Gottchen. Gib mir mal ein paar Elitchen. Ja, jetzt ist wieder so eine Ebene, wo es keinen gibt. Was ist das gewesen? Jetzt komme ich da nicht runter. Hallo, ich lass mich mal durch. Gut. Ich wollte nicht teleportiert werden. Wo ist er jetzt? Jetzt ist er wieder oben. Ah, der ist wahrscheinlich durchgekommen. Da kann nämlich fliegen. Wir haben über die Hälfte noch Zeit. Das wird uns ein neuer Rekord geben. Ja, jetzt haben wir nicht mehr die über die Hälfte Zeit. Na toll, jetzt ist noch eine Sackgasse oder was? Ein Wurm! Habt ihr gesehen, wie sich das, wie der gereist ist, wie schnell? Das ist geil. Das ist mal richtig geil. Oh, machen wir Schaden. Das ist cool. Das ist cool. Und. Sterb, sterb, sterb. Was? Noch nicht? Ah, doch. Dachte ich schon. Oh, nicht den. Blutmaul. Den mag ich nicht so. Genau wegen dem nicht. Aber der ist schnell down. Hahaha. Ich will nicht zu ihm Salto machen, sondern Türme platzieren. Level 9, wir haben einen neuen Rekord. Und 2 Unique. Aha, es lohnt sich also erst hochstufiger Rift-Ding zu machen. Okay. Also 8 schaffen wir aber noch nicht, denke ich. Die Zeit war zwar nicht knapp, aber bedenkt, wenn wir sterben, ist, glaube ich, der Rift vorbei für uns. Schwarzfeder. Ja, den haben wir schon mal gehabt. Okay. Und? Was ist das für ein Ring? Kenne ich gar nicht. Ah, der. Nein, das ist ein neuer. Der hat aber richtig kein Damage, richtig. Nee, das ist nichts für uns. Schade, aber wir haben 2 Uniques gefunden. Und jetzt einen neuen Riftstein. Level 9. Toll! Also jetzt machen wir noch einen normalen Rift. Oder gehen wir kurz in die Oase. Wir machen die Oase dann im nächsten Part.
Puh, das war richtig stressig. Ich konnte fast nicht mehr reden. Wenn man sich so extrem konzentriert wie nicht, ich möchte nicht, dass ich irgendwie sterben muss oder so, dann ist es schwer zu reden. Ich bekomme einfach keine Unikringe. Wieso nicht? Gibt es gar keine Unikringe bei diesem, also bei den Ringen von Keldala. Ja, ich werde mal Einhandwaffen ab jetzt nehmen. Ich bräuchte schon, also das ist zwar eines der absoluten Maximum für T1 und so. Also Qual 1. Ich weiß nicht, ob später bessere droppen. Ich hoffe jedenfalls. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich noch einen besseren finde. Sonst einen, der besser ist als die Erzfeindpfeile oder neue Köche, könnte ich vielleicht auch finden. Gehören die unter Nahkampfwaffen? Oder bekomme ich die gar nicht bei Gambling? Oh, Grüße. Kommen schon welche. Ach, mit Ketten. Ich mag Ketten nicht. Und die wahrscheinlich auch nicht so. Die sind immer angekettet. Die Armen. Ach, nicht hier. Also, was finden wir hier im Rift? Ich hoffe, ein paar mehr Items. Aber jetzt ist es wahrscheinlich wieder so, weil wir zwei gefunden haben, wird jetzt längere Zeit kein Legendary mehr droppen. Ich hoffe aber trotzdem. Und die gehen langsam richtig schnell, die Rifts. Also man merkt, dass der Charakter stärker wird und dadurch viel schneller durch die Rifts kann. Haha, ich habe mehrere Chakrams geschossen. Das hat richtig fetten Damage gemacht. Ah, die Gegner, die mag ich nicht. Die sind so zäh, wie Kaugummi. Ah, ich möchte noch kurz schauen, was der Erfolg war. Wie geleckt. Ja, gleichzeitig 5 gleichzeitig. Cool. Ich gehe jetzt mal weiter. Ich hoffe, ich muss nicht zurück. Aber mir gefällt dieses Teil nicht so. Dieses Level. Krise, bist du hier? Der Chefi. Hast du was in der Birne? Mag ich nicht. Zu viele Eisimpulse. Töten mal den Schaman, damit er nicht Eiszauber verwendet. So. Ja, Ziegenmenschen sind leider auch ein bisschen zäh und wir haben einen Goblin. Der läuft direkt in die Türme rein. Auch kein Tor. Wann öffnet ihr endlich wieder das Tor? Ah, Grüße, der nächste Champion. Dann machen wir auch das Schild an. Hallöchen, Baböchen.
Aha, mag die das? Hm? Giftspritzen. Der war rechts. Ein dicker Brummer. Der nächste ist auch schon hier. Ich zersäble sie. Kriegsbeute, das ist wieder Geld. Wie viel? 10 Millionen. Okay. Nur einsammeln, also nicht durch Items verdienen. Die Hälfte haben wir bald. Sehr schön. Nach Paragon Level haben wir die Hälfte. Da haben wir wieder einen Elite Champion, okay. Also recht viele hier in diesem Level. Das tut unserem Fortschritt sehr gut. Also richtige Gegner, einzelne Gegner ist der Chakram richtig cool. Für mehrere Gegner natürlich auch, aber bei denen lohnt sich's ja nicht eigentlich. Nur bei den Elite und Champions lohnt sich's oder mit 10 Gegnern. Leider ist das schon vorbei hier. Aber ich denke, es gibt noch mehr solche Gebiete. Ah, wieder so ein Quai-Gebiet. Ja, bei dem lohnt es sich natürlich auch. Das macht so erst den Fail Damage. Ah, dass diese Fähigkeit nie verwendet wird. Haben die Leute das wirklich noch nicht erkannt, dass der so stark ist? Aber wahrscheinlich ist es auch stark wegen dem Blitz. Also, dass ich so viel Ding habe. Plus Giftschaden. Giftschaden. Sag ich Gift. Blitzschaden plus habe im Prozent. So, gehen wir hier runter. Ich sollte vielleicht wieder nach oben. Ich gehe hier wieder nach oben. Alles erkunden, weil sonst ist das Gebiet schon wieder. Der Rift schon wieder fertig und wir haben zu wenig Dinger. Das tut gut. Oh, das tut gut. Oh, das tut gut. Und sie treffen zweimal, wie sie einfach wieder zurückkommen. Das ist das Geil. Sie treffen wirklich zweimal. Oh. Eine Gassack. Vielleicht hier. Ah, hier hat es noch mehr gegen. Ja, jetzt müssen wir doch runter. Jetzt gehen wir halt da vorne nach oben, weil hier geht's nach oben. Na gut, das ist nix. Na Gegner, wo seid ihr? Ich habe sehr, sehr starke Waffen. Ich kann euch richtig schnell down kriegen.
Die Chakram, die machen so fetten Damage. Das ist einfach cool. Oh, Grüße. Ich möchte dich ein bisschen schälen. Darf ich dich ein bisschen schälen? Es gibt heute Schatzgoblin zum Abendessen, hä? Okay, kein Portal. Der gibt auch schon recht viel Geld. Also am Anfang hat man immer nur ein oder zwei Goldstückchen gefunden. Und jetzt schon so viel pro Ding. Angst haben. Immer wenn sie ja ein bisschen Angst haben, verlieren sie Gold. Und eben am Anfang hat man ein oder zwei Goldstückchen bekommen. Und jetzt bekommt man so viel. Aber man braucht doch viel zum Reparieren. Also ich habe schon hohe Reparaturkosten. Aber eben, Geldsorgen hatte ich noch nie. Ich hatte noch nie Geldsorgen. Okay, es geht noch weiter. Gehen wir doch weiter. Arkan-Trugbild 4. Also es gibt eben Rifts, die haben ungefähr 11 oder 12 Level. Und es gibt Rifts, die haben nur ein Level, wie ihr ja in einer der letzten Parts gesehen habt. Es ist immer unterschiedlich, man weiß es nicht. Also manchmal darf man viel auslassen, manchmal nicht, dass man den Boss bekommt. Dass die das gefällt ist, wir haben 76% momentan, gut. Haben wir jetzt wieder. Leider resettet es sich, wenn man offline geht. Das ist ein bisschen blöd. Aber wenn ich dann mal richtig gute Grafikkarte habe und auch richtig Livestream kann, weil Diablo 3 laggt ein bisschen beim Livestream, möchte ich nicht gerne machen. Aber eben, wenn ich dann eine gute Grafikkarte habe und Shadowplay verwenden kann, anstelle der des schlechten Open Broadcaster Software, dann werde ich natürlich mal so einen richtig langen Livestream machen und dann muss ich natürlich Diablo 3 auch nie beenden. So, hier ist auch ein Durchgang, okay. Ah, schön. Nicht sehr, ah, die haben auch mehr Leben. Gut. Die kommen aber hier nicht durch, das ist gut. Oder die Wölfe blocken sie. Das sind ganz viele. Sind das zwei Arten? Schnell sind sie sogar noch. Gut. Die haben wir aber leicht getötet. Oh. Ein Gassack mit viel Gold. Das sieht so geil aus von hinten. Ich liebe diese Ding. Wenn ich eine neue, bessere Rüstung finde, dann werde ich diesen Skin nehmen. Das sieht nämlich sehr geil aus. Aber das wird längere Zeit nicht so sein. Ich will nämlich die drei Wölfe gar nicht verlieren. Aber wahrscheinlich, wenn ich eine bessere von dieser gleichen Rüstung finde, dann. Aber irgendwann muss ich halt eine bessere Rüstung tragen, auch wenn ich die Wölfe fliehe. Aber ich mag die drei Wölfe. Aber sie sind eben nicht ganz so gut, dass sie sind halt gut zum Blocken und so. Aber sie machen nicht ganz so viel Schaden, wie ich gerne hätte. Und eventuell brauche ich ja die Rüstung von diesem Set. Aber die werde ich als letztes tragen. Die werde ich als letztes tragen. Okay, schon wieder eine Sackgasse. Jetzt müssen wir nach Norden. Hm.
Aber es wird so geil sein, wenn wir drei Wölfe haben und von jedem anderen Tier ein weiteres. Es steht ja Wölfe drauf. Ja, Gefährte, Wolf, Gefährte. Es wäre geil, wenn wir von allen dann drei hätten. Das wäre dann geil. Von den Frettchen. Die würden dann immer rumlaufen und Gold einsammeln. Von den Fledermäusen und was sind das noch? Spinnen. Eber, genau, Ebergefährte noch. Und es geht sogar noch weiter. Ihr seid unverwundbar. Ah, jetzt kommt das große letzte Level. Denke ich mal. Der macht ordentlich. Oh, ich. Ha, Damage Dealer. Jetzt nehmen wir Damage Dealer. Wir dealen am Schwarzmarkt nach Damage. Geht mir Elite-Gegner. Jetzt ist es besser wieder mit der Konzentration. Grüße, Portalwächter. Sie haben sich angemeldet, nicht? Okay, dann kommen Sie aber auch nicht mehr weiter. Ich werde Sie vernichten. Unangemeldete werden sterben. Ja. Kannst du schön angreifen. Juckt mich aber nicht. Der ist recht schwach. Dabei ist der normale eigentlich recht stark am Anfang. Wenn man noch nicht so gute Fähigkeiten hat, Items und so. Ich habe keinen Platz. Nehme ich halt das rein. Also wir haben nichts gefunden in diesem Lift. Schade. Nun gut, nein, ich mit dem reden, mit dem hier unten Lift. So. Ja, dann werde ich mal ein paar beenden. Und das nächste Mal machen wir dann noch ein paar, holen wir ein paar Schlüsselchen. Was könnten wir sonst noch machen? Ja, Kaldewisch dann holen. Gibt halt leider momentan nicht so viel mehr zu machen. Bis wir die Schlüssel haben. Ja, vielleicht können wir das nächste Mal schon eine der Bosse herausfordern. Wir werden, genau, wir machen mal keine Rifts in den nächsten 2-3 Parts und machen nur die ganze Zeit Schlüsselwächter, Schlüsselwächter, Schlüsselwächter. Ich will einfach die zwei oberen Schlüsselwächter machen. Und der kalte Wächter kann auch ein bisschen warten. Ach, schade. Vielleicht sollte ich nach Köchen gambeln, weil die Waffe ist recht gut. Also werden wir das nächste Mal sehen. Tschüss, Dankeschön fürs Schauen. Bye.